Das ist schon klar. Ich liebe dich, Eleanor. Ich liebe dich, Vincent. Oh, guck mal, auf der Map haben wir da was verpasst, oder? Ewig. Oder kamen wir da noch nicht hin? Was? Auf der Map ist noch so ein Gebiet, was so ein bisschen rechts ist. Ach, das ist links von uns da. Oder links, ihn hat ja, da kann man nachher noch rein, ja, stimmt. Ja, ja, gehen wir jetzt erstmal hier runter. Ja, ja, ist schade wegen dem Echo. Weißt du, wie das Lock heißt? Was ist das zu bringen? Irgendwas Herz. Das zerrende Herz? Ich glaub's das selbst. Ich glaub das, ja. Hört man's? Ich höre nix. Will das? Nee, will das haben wir. Das ist. Claudio. Ah, nee, das ist es. Hört man was? Na, ich glaube, das musst du selber abspielen. Warte, ich muss gerade mal gucken, wo ach, war das? Ihr hört's nicht. Wo war das denn überhaupt? Von Mission. Mission. Ah. Ja, da ist dann Locked. Wie heißt es jetzt genau? Noch schlägt das Herz Teil 2. Teil 2? Ah. Okay, wir haben doch schon Teil 3. Ja, das war Teil 3. Harringtons Körper hat gerade mal ein Jahr durchgehalten. Offenbar hat mich das Herz nicht geheilt, sondern nur meine Krankheit an das Gefäß übertragen. Ich brauche ein neues. Vorerst gibt es noch einige Mitglieder der Forschungsmannschaft, die sich weigerten, gebundene zu werden. Ich brauche eine zuverlässigere Quelle. Sie werden nicht ewig reichen. Yes. Okay, jetzt habe ich es auch abgespielt. War ja relativ kurz. Ja. Was passiert hier? Irgendwo hier ist noch. Ja, kommt hier runter, hier ist noch so ein. Ah. Statue-Ding. Ah, ja. Ah, okay. Da oben oder unten? Bei mir. Du bist zu sensibel. Die Leute halten dich für eine Memme. Jetzt sieh mal einer diesen Haufen Scheiße hier an. Ich erlöse dich. Diesen Haufen Scheiße hier an. Scheißhaufen. Die alte Schreckschraube war Pellia Reed. Wie schnell, ich bin erstmal in der Hälfte von 61. Erzfeindin der Dentalhygiene. Nimm ihre fiesen Beleidigungen nicht persönlich. Sie ist ständig von Zahnschmerzen geplagt. Das macht sie unausgeglichen. Hast du den Skin hier schon, Pötze? Ja, den habe ich schon. Okay. Verstehe nicht, wie sie es so fühlt. Ich bin erst in der Hälfte von 61 und Pötze schon 62. Ich bin. Fast bei 62. Ja, Junge. Ich weiß nicht, wieso und weshalb das Spiel so ist. Wie ist das weiter unten, oder? Ach, was? Hier ist ein Gang, ja, ganz unten. Dann nach hinten. Oh. Das kann man da. Ah, da kann man rein, okay. Ah, der Patze ist noch nicht hier. Halt ja, noch kurz. Warte. Ich komme. Claudio. Claudio macht einfach alles kaputt. Tod, gefällst du mir besser? Yo! Was geht hier ab? Ah, das ist bestimmt nachher für eine Nebenmission oder so. Sieht irgendwie so aus. Erledigt den gut aussehen. Weil hier scheint es nichts zu geben. Außer natürlich Gegner. Altarraum. Wow, das Altar. Wow, der Altar. Hä? Haben wir das? Ja, gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Naja, aber hätte ja auch was Wichtiges sein können. Ja, hätte auch eine Jagdhaushaus sein können. Kommen denn auf einmal hier wieder die ganzen Dings hier so? Hui!
Weite sehen nicht mehr, dann ist hier schon der Boss. Danke, Claudio. Gut gemacht, Claudio. Jetzt beamt er sich, jetzt ist er schon hier oben, guck mal, der ist so. Mensch, dieser. Yeah, he's fucking fast! Dieser Claudio. Was erwartest du dir denn von ihm? Ich erwarte von ihm den maximalen Skill und den beweist er mir jedes Mal aufs Neue. Level! Sehr gut. Wir können weiter. So ist es. Er ist ein Legenden-Skin, chaotischer Hut. Ich glaube, den haben wir alle schon, oder? Warte mal. Also, ich habe ihn schon. Habe ich auch schon. Aber du kannst ihn mitnehmen, den kannst du für einen Dollar verkaufen. Nee. Wäre eine Überlegung wert. Ein Dollar? Du musst bedenken, bei $1. Du musst bedenken, bei Dagobert Duck hat alles mit einem Dollar angefangen. Was sag's denn noch? So viel Kohle. Da macht ein Dollar auch keinen Unterschied mehr. Ich hab 15 Millionen. Ich weiß gar nicht, ich guck da gar nicht drauf, um ehrlich zu sein. Ich kauf mir auch nie was. Keine, ich muss nur Wiederbelebungskosten. Ja, das einzige, was ich mir kaufe, sind Upgrades bei Markus. Das ist das einzige, wofür ich Geld ausgebe. Wofür man eigentlich Geld ausgeben kann. Wo es sinnvoll ist, man kann es auch Moxie geben. Ja. Waffen. Ja, Waffen kaufen, super. In einem Spiel, wow, wo du an jeder zweiten Ecke Waffen findest, fast jeder Gegner goldene Waffen droppt. Ja, man, ist wichtig. Borderlands 1 konntest du das teilweise gar noch machen. Borderlands 1 hat es noch Sinn gemacht, teilweise, ja, gerade am Anfang. Ja, also irgendwann natürlich auch nicht mehr, aber. Oh, 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 Ecolog. Haben wir das erledigt? Ich denke. Ihr alle habt eine Krankheit. Ihr wisst es nur noch nicht. Aber Sterblichkeit kann geheilt werden. Also zumindest bei denen, die nicht daran zerbrechen. Und das werden einige. Aber die, die sich als würdig erweisen. Ich kann etwas Neues aus euch machen. Etwas Wunderbares. Widmet mir euer Leben und Gültian. Und gemeinsam machen wir euch ewig während. Geil. What the fuck are you doing? Ich versuche in deinen Kopf reinzugucken. Das sah gerade so aus, als hättest du versucht mir einen. Ja. Ja, wollte auch. Ja, das auch, aber. Ja, das sieht nach Ende aus. Mhm. So. Sind wir soweit? Ich hab Munition gekauft, Claudio ist ready, ich bin ready. Oh, warte, ja, Munition. Ist gar keine schlechte Idee. Okay. Gut. Ein Klick kaufen. Wuhuhu. Hey. Geht's gut. Ja, klar. Das du zerbrichst niemals unser Band. Okay. Mein Liebster, ich denke, ich werde ein Weilchen mit Ihnen spielen. Das wird solchen Spaß machen. Ein Weilchen, ich denke nicht. Oh, lass dir nur Zeit, Liebling. Wir haben alle Zeit der Welt. Sie und vom Balkon schießen aufs Herz. Wir können doch gehen. Das sind die Wahlen. Du willst doch nicht den ganzen Spaß allein haben, oder? Na schön, ich setze diese Runde aus. Schade, ich hätte eine andere Waffe für den Klon ausrüsten müssen. Wir sind nicht viel Blut, hä?
Was hat er gesagt? Was müssen wir zerstören? Wahrscheinlich die Kristalle. Nein, ich scheiße mich schon in die Hosen. Nee, schwebenden Faggots. Könnte nicht woanders doof sein? Dein Weg ist hier zu Ende! Mach die Kristalle kaputt. Ja, ich arbeite dran. Ich kann nicht so wirklich irgendwie, geht halt raus. Ich versuche da mein Bestes. Wie er das macht. Hoppala. Gemeinsam. Sind wir immer stärker, mein Herr? Jetzt möchte ich selber kurz sagen. Na natürlich, mein Liebster. Sie können uns nicht länger trennen. Beenden wir es gemeinsam. Mit Vergnügen. Ah, ich wurde gedownt! Nein, Wolfgang! Du bist tot. Wie konnten wir uns von so einem Wurm? Oh. Liebling, ich. Oh, doch voll der Wasch. Cool. Claudio, schnell in Sie. Das stimmt sehr gut. Wo ist Claudio? Winnie, geht's dir gut? Fühle mich wieder wie ich. Bist du okay, Alistair? Ich hatte solche Angst. Und ich auch. Aber das ist vorbei. Alistair, lass es uns tun. Lass uns gleich hier heiraten. Oh, aber die Ringe. Ich schätze, der Fluch ist gebannt. Das heißt, diese Ringe sind nur noch Modeschmuck. Aus dem Herzen eines Kammermonsters. Ein ziemliches Sammlerstück. Na schön, dann bin ich jetzt ein Sammler. Kammerjäger, würdest du uns trauen? Ja, oh mein Gott! Oh mein Gott, sie haben uns in der Cutscene erwähnt! Oh wir haben uns sogar angeguckt. Es hat nur zwei. Soll ich die Trauung durchführen oder will das jemand von euch machen? Ja, ich denke, das machst du ja. Okay. Ach ja, ein weiteres Gespräch. Es tut mir leid, dass ausgerechnet ich es dir sagen muss, aber weißt du eigentlich, dass du einen Ruf als Plappermaul hast? Wir haben uns heute hier in einem grausigen Fleischpalast versammelt, um diese zwei zu vereinen. Wainwright, möchtest du diesen Mann zu deinem Mann nehmen? Und wie ich will. Hammerlock, möchtest du diesen Mann zu deinem Mann nehmen? Ohne zu zögern. Zweifelsohne, ja. Dann ernenne ich euch hiermit, Kraft meines Amtes, als dreimaliger Gewinner des Sexiest Attentäter der Galaxis-Titels zu Mann und Mann. Nun küsst euch, ihr alten Schwerenöter! Die haben sich nicht geküsst. Achso. Jetzt müssten noch die anderen zwei Plätze wieder rauskommen. Ach, die wunderschöne Borderlands-Musik. Also, eins muss ich sagen, die Musik bei Borderlands hat mich fast noch nie enttäuscht. Die ist eigentlich immer... Ja, stimmt, die ist immer gut. Zwei war ein bisschen sehr dubstep-lastig, aber...
Das war halt die Zeit. Hat jemand schon ausgegangen? Ja, ich bin angekommen. Claptrap. Also Indiana Jones da. Schade, dass man das Ding nicht gebraucht hat. Ja, Herr Malek, so ist das nicht passiert. Doch, doch, genau so. Wir haben drauf geschossen und dann war er weg. Party. Das sieht der Typ überhaupt nicht gruselig aus. Ja, eben, das soll wahrscheinlich der sein. Ja. Das sieht voll normal aus. Irgendwie. Oder es sind jetzt auch wieder irgendwie normal, weil der Fluch weg ist. Das kann natürlich auch sein. Wobei, nee, dann müsst ihr Gearbox haben. Neue Modelle machen. Ja, ist auch raus. Das nenne ich meinen Hochzeitswagen. Oder wie auch immer. Damit kann man in die Flitterwochen fahren. Dino! Zeit! Party zu gehen! Moment, 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 wir gucken hier gerade noch. Wenn sich die Bilder wiederholen, gehe ich raus. Aber vorher nicht. Außerdem ist die Musik auch nicht schlecht. Was das jetzt sowieso oder kommt jetzt noch irgendwas? Achso, jetzt kommen die normalen Credits. Ich denke nicht. Ja, nice. Okay. Naja. Okay. Gehen wir mal zurück zum Jagdhaus. Vielleicht ist ja noch was. Und ist hier noch was? Oh, krasse Truhen. Oh, Digga, das ist doch das, worauf wir hingearbeitet haben, das Loot. Ja, Mann. Ja, ist ja richtig gut, ey. Auf zum Jagdhaus. Ja, ich sehe ja schon was. Upsala. Ich glaube, der will gekickt werden. Nein, ich musste noch zwei Rechtermarken vergeben. Jetzt bin ich soweit. Außerdem wurde ich sechsmal zum sexiest Attentäter der Galaxis oder so gewählt. Was die anderen da sagen. Das wüsste ich auch mal gerne. Kraft meines Amtes als Roboter oder als Soldatin. Nice, fest. Ist das der Tod uns scheidet? Aber es sieht noch genau gleich aus, nicht? Geld ist schon mal trunken, oder was? Tja, wahrscheinlich. Das wäre geschafft, was? Hochzeit abgeschlossen. Ich brauche was zu trinken. Deathtrap, eine Margarita! Sofort! Oh Gott. Das Jagdhaus kann niemand beschützen, der das sichere Umfeld verlässt. Ja, eine tolle Party. Wir müssen keine so große Gesellschaft mehr seit langer Zeit. Legen wir los. In Ordnung? Also, Alistair und mir geht es richtig gut und jetzt wird es Zeit durchzumachen. Ich rede von einer Party. Winnie, bei dir war wirklich einiges los in letzter Zeit. Bist du sicher, dass du dich gut genug für sowas fühlst?
Mach dir keine Sorgen wegen mir, Alistair. Es geht mir prima. Ich bin quasi ein neuer Mann. Wenn das so ist, möge das Fest beginnen. Kammerjäger, sieh nach, was für ein Süppchen Gage kocht. Das ist ja doch. Hey, Schnuffel! Wir brauchen was zu trinken. Nicht versiegen lassen. Oh, und Hors d'oeuvre. Und zwei hübsche. Bitte, bitte. Selbstverständlich, junge Dame. Das Jagdhaus erfüllt alle Wünsche. Du, Schnuffel, Puffel, Knuffel. Du bist ein echt guter Typ. Zu freundlich. Jo! Okay, also, ich weiß, jetzt ist Zeit zum Feiern und so. Und ich weiß, ich hatte ein paar Margaritchen, falls es dich interessiert. Aber ich habe ein Geheimnis. Ich habe eine ganze Ladung Feuerwerk gekauft. Doch als diese Freaks mich angegriffen haben, habe ich sie irgendwie in meiner Landekapsel vergessen. Könntest du mir einen echten Gefallen tun und sie für mich holen? Natürlich. Alles für die Bräutigamme. Danke, Puppe. Danke, Puppe. Hey, Daniel. Ja? Danke, Puppe. Na bitte. Danke, Puppe. Oder kalt. Eiswürfel kalt. Oh. Shit. Ja, ich lutsche gerade Eiswürfel. Ich denke, dass das ist. Hallo. Nee, das ist. Dann müssen wir nicht zur Landekapsel, die war doch ganz am Anfang. Ja, aber es ist näher von dem hier als vom anderen. Ja, aber. Aber Jungs! Ja? Wir slitzen Teil 3! Ach, gibt's bei ihm die Mission? Ja, dritte Teil! Ach, was ist jetzt passiert? Bin ich jetzt rausgeflogen? Internetverbindung, fickt euch ins Knie. Bin ich jetzt auch bei Discord? Ich glaube, ich bin auch bei Discord raus. Okay, ich mache einen kurzen Cut. Warum auch immer.